Maren und sie waren beste Freundinnen. Wir waren zusammen. Seit 11 Monaten und 4 Tagen. Dann waren Sie gestern mit Ihrer Partnerin am Rhein? Nein. Da war sie wahrscheinlich mit dem Typen. Mit welchem Typen? Maren und er haben eine Stunde im Café geredet. Dann sind sie zusammen weg. Maren war bi. Wir hatten eine offene Beziehung. Dieser junge Mann, kennen Sie seinen Namen? Ich habe den vorher nie gesehen. Können Sie ihn beschreiben? Dann erstellen Sie bitte noch ein Phantombild. Hatte Maren mit irgendjemandem Probleme? Diese E-Mails kommen seit ungefähr einem halben Jahr. Flüchtlingsschlampe, du bist eine Schande für unsere Stadt. Wir haben dich und die Auslandsbrut im Auge. Das ist eine klare Drohung aus der rechten Szene. Wie kommen Sie darauf? Außerdem hat Ihr Bruder Sie gestern angerufen. Er klang ziemlich sauer. Hat er gesagt, warum? In Marens Wohnung wurde eingebrochen. Kann es sein, dass Sie sich gewünscht hätten, dass Maren Sie mehr beachtet? Sie haben meine SMS gelesen. Als Sie geschrieben haben, ich komme zu dir, da sind Sie zum Rhein gegangen. Und haben Maren zur Rede gestellt. Nein. Ich habe das Maren nicht gesagt. Aber ich wollte die offene Beziehung nicht mehr. Am Anfang war noch alles schön. Also ich hatte auch schon öfter offene Beziehungen. Aber mit Maren. Ich habe mich für keinen anderen mehr interessiert. Dann war da dieser Typ. Ich habe sie angesehen. Sie hat sich für ihn interessiert. Dann sind sie zusammen weg. Dann ging das Kopfkino los.